So, ja, und zurück in Icewind Dale, in der kleinen Höhle hier, in der wir den Ankeg schon gesehen hatten. Deswegen werden wir mit unserem Schuppen ein bisschen vorpreschen. Das heißt, preschen, einmal durchstöbern, gucken, was ist. Ich werde hier dann kleine Zusammenschnitte machen, weil hier in der Höhle ist Rasten nicht möglich, nicht wirklich, weil es ständig zu neuen Angriffen führt. Und deswegen bin ich halt immer wieder hinausgelaufen, weil das Rasten hier drin ja nicht wirklich funktioniert hat. Und ich werde diese Rückwege einfach entfernen. Auch das Vorausschleichen funktionierte nur bedingt, denn die Gegner, die hier drin sind, das habe ich auch später im Verlauf erst wieder realisiert, reagieren erst auf Bewegungen von den entsprechenden Charakteren. Heißt, ein Gang, den wir mit dem Schurken halt sicher erkundet haben, konnte im nächsten Step dann wieder als unsicher werden. Dadurch bin ich, wie in dem Fall jetzt, tatsächlich öfters mal in den Hinterhalt geraten. Und das war keine so tolle Sache. Naja, gut, machen wir halt irgendwie mit durch. So, die Ankeks haben es ganz schön in sich. Die sind zwar immer relativ schnell tot gegangen, teilen dafür aber extrem viel Schaden aus und haben einen gewissen Magiewiderstand. Heißt im Prinzip, jeder zweite Zauber ist daneben gegangen. Also es ist nicht so, dass die Zauber gar keinen Schaden verursacht haben, aber halt nicht alle Zauber, weil die einen ziemlich hohen Magiewiderstand haben. Aber man hat ja gesehen, nee, nicht Ankeg, Remoras. Ich bin. Wieso komme ich auf Ankeg? Ach, das ist ja. Ich habe wieder nebenbei Baldur's Gate gespielt und verwechsel gerade wieder die Monster miteinander. Man, es sei mir verziehen. Naja, auf jeden Fall sieht man ja hier, dass schon wieder einer ziemlich schwer verletzt wurde, weil diese Remoras haben ziemlich harten Schlag drauf. Und deswegen müssen wir halt versuchen, alles rauszukriegen, was wir können. Ja, du greifst mir auch schon an, gut. Und da sieht man wieder Magiewiderstand von dem einen, erleidet aber trotzdem Schaden durch die Magierin, der von der Druidin aber nicht. Und den letzten machen wir auch noch eben weg. So, das dürfte jetzt aber. Genau, das war's jetzt. Damit haben wir es einen Teil erledigt. Wir müssten eigentlich rasten. Da ist schon der nächste Feind, der aufgetaucht ist. Deswegen müssen wir jetzt eben die Druiden ein Stück zur Seite packen. Mit ein bisschen Zauberei und beschworenen Viechern mal ein bisschen für Ablenkung sorgen, damit die Druidin geheilt werden kann. Dann, da haben wir den Magiewiderstand wieder. Da haben wir ein bisschen Unterstützung. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Und wollen wir gucken, ob wir jetzt treffen. Ach, nee. Wir haben auf jeden Fall einen ziemlich harten Befehle? Kampf vor uns. So, jetzt wird gespeichert. Jetzt versuche ich zu rasten und es funktioniert nicht. Da habe ich mir gedacht, die Erfahrungspunkte nimmst du noch eben mit. Das ist ja nicht so schlimm. Da ist einiges am Laufen gewesen. Da hat der Zauber funktioniert. Das ist schön. Magische Geschosse hat funktioniert, aber auch wenn man sieht, nur ein Teil. Das wurde wieder gespeichert. Denn wir wollen ja rasten. Aber das ist halt ein Punkt, der funktioniert noch nicht so gut. Da ist wieder ein Feind, der uns ziemlich zusetzen könnte. War das schon der Punkt? Ich weiß, an einem Punkt hier drinne ist mir ein Charakter gestorben, den ich glaube, es war sogar
der Schurke, den wir nicht wiederbeleben können, weil ich halt nicht darauf geachtet habe, dass das ein Elf ist, aber das Thema hatten wir schon. Und wieder einmal haben wir gesehen, dass das nicht funktioniert. Und da ist die Magierin ziemlich im Bedrängnis, weil die haben nämlich die statische Ladung, die man gesehen hat. Die macht halt ziemlich viel Schaden. So, und hier war der Punkt, wo ich jetzt sage, ich gehe wieder zurück und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir drinnen sind. So, da sind wir wieder drinnen und laufen jetzt zurück zu dem Punkt, wo wir waren. Wir haben ein gutes Stück schon erkundet. Hier war der Punkt, wo wir ja gerade eben gekämpft haben. Alles aufgefüllt. Dann laufen wir jetzt ein Stück weiter. Erstmal natürlich speichern und gucken dann mal, was uns hier hinten jetzt im nächsten Step erwartet. Erstmal ist alles sicher. Wir dürfen nicht zu weit nach vorne preschen, weil wir haben immer noch, dass unser, ist das der Waldläufer? Ich glaube, der Waldläufer hat die 7-Meilen-Stiefel. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, ja. Ja, genau. Der rennt sonst zu schnell in die Gegner rein. Aber wir sind hier schon um die Kurve gekommen. Das ist doch schon mal ganz gut. Hier ein ganz schön schönes Stück sind wir jetzt schon wieder weitergekommen. Und immer noch auf keine Gegner. Das ist verdächtig. Müsste hier bestimmt gleich kommen. Dann speichern wir das lieber nochmal. Und da haben wir hinter uns den Feind. Ja, das ist das Fiese an diesen Gängen. Die kommen aus allen Ecken und Enden. Aus jeden Löchern rausgekrochen. Und wir haben keine Chance, den wirklich zu entkommen. Da kommt gleich der zweite. Und die Magierin trifft es da ganz schön hart. Wir sollten sie mal ein bisschen. Oh, und da ist sie tot. Nee, genau, da habe ich mir immer gedacht, das laden wir. So, wir probieren es natürlich nochmal. Aber wir haben ja gesehen, von hinten kommen jetzt welche. Deswegen positionieren wir uns hier unten. Und lassen die von oben kommen. Und nehmen die ganze Schurke mal eben aufs Korn. Das ist ja nicht so das Problem. Hier bin ich. Na komm. Trefft. Ah. Ja, mal gucken, was jetzt viel mehr passiert jetzt hier nämlich auch gar nicht. Ich werde, denke ich mal, noch ein bisschen weiter steppen, so gut es geht. Oder? Ja, das mache ich gleich. Ich verstehe, wie viel die Rast wäre. So, hier ist, die zwei sind tot. Die machen uns keine Sorgen mehr, deswegen wird das auch gespeichert. Und da ist schon der nächste. Dann sind in den Nahkampf mit eben wieder die Pfeile drauf. Von hinten kommt auch schon wieder einer, der von unserem Zombie angegriffen wird. Das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Ich warte auf deine Anweisungen. Und natürlich ist der Magiewiderstand da. Das ist nicht sehr schön. Das ist überhaupt nicht schön. Jetzt müssen wir an zwei Fronten kämpfen. Das ist nicht schön an diesem. An diesem Teil der Karte, dass du jederzeit eingekesselt werden kannst und du dem Weg, den du gegangen bist, nicht mehr vertrauen kannst. Der einzige sichere Garant ist, wenn du zurückgehst und wieder zurück an den Punkt, wo du hingehst, wenn du kontinuierlich läufst. Dann dürftest du eigentlich relativ deine Ruhe haben, aber einfach ein bisschen stehen bleiben, dann hast du das Problem, dass die dann irgendwann wirklich ankommen, die fliegen. Ein bisschen. Aber der eine macht uns jetzt keine Sorgen. Ach, das sind die Versetzungspfeile des Schurkens gewesen. Die haben uns dann hinter den Feind gebracht. Ich habe mich jetzt auch entschieden, den Schurken so zu lassen mit dem Schwert und die restlichen Pfeile noch aufzuheben. Wer weiß, was noch kommt. Und Farbe versucht zu rasten, was nicht funktioniert hat. So,
Hier sind wir wieder an dem Punkt, nachdem ich das mit dem Rasten aufgegeben habe. Ich habe einen kurzen Skip gemacht. Ich hatte noch ein paar Rastversuche drin und habe mir gedacht, okay, scheiß drauf. Ich lasse die Heilerin jetzt ihre Heilzauber entsprechen und gucke mal, wie weit ich mich hochgeheilt kriege. Um diesen Weg hier noch weiter zu gehen. Es sah erstmal recht gut aus, muss ich sagen. Ich habe beide Nahkämpfer in den gelben Bereich gekriegt, hatte noch einen Heilungszauber übrig, den ich dann mir erstmal aufheben wollte, für den Fall, dass tatsächlich noch einer in den roten Bereich kommt. Und habe mir gedacht, so, okay, schnappst du weiter, mehr als zwei oder drei Remo hast, wirst du jetzt wahrscheinlich nicht begegnen. Das war bis jetzt immer so. Und mir gedacht, okay, schaue ich mal hier in diesen Gang rein, was hier so auf uns wartet. Habe die Formation zu diesem Kreis geändert, um die Magierin ein bisschen in Schutz zu nehmen. Um sie ein bisschen in die Mitte zu nehmen. Was auch eigentlich relativ gut funktioniert hat in diesen engen Räumen. Gassen, aber hier hat unsere Klerikerin ein bisschen Schaden abgekriegt und man sieht, magische Geschosse funktionieren so gut wie gar nicht. Deswegen bin ich halt auch auf den Säurefall jetzt übergegangen. Was etwas sinnvoller war. Magische Geschosse wirklich trotzdem halt unheimlich gerne ist, weil die nach wie vor schnell zu wirken sind. Sie sind in einer ziemlich schnellen Kampfrunde zu wirken. Also sie brauchen keine lange Vorbereitungszeit und sind natürlich je stärker, je mehr Stufen man besitzt. Also es ist ein niedrigstufiger Zauber, der sehr, sehr viel Schadenspotenzial hat. Und deswegen sollte man diesen nicht verachten. Also magisches Geschoss ist wohl der wichtigste Zauber eines jeden Magiers. Jetzt müssen wir unsere Klerikerin heilen. Gut, dass wir den Heilungszauber ruhig behalten haben. Denn wenn die stirbt, haben wir das Problem, dass wir nicht wiederbeleben können. So, ja, habe ich wieder versucht zu rasten. Das hat nicht funktioniert, deswegen habe ich auch gleich schnell geladen. Und habe mich dann tatsächlich wieder dazu entschieden, zurückzulaufen. Beziehungsweise bevor ich zurückgelaufen bin, habe ich erstmal den Stufenaufstieg gemacht. Und damit wir mehr Zauber haben können, das ist natürlich immer sehr hilfreich. Und wir können in Stufe 4 einen neuen Zauber. Da habe ich mich wieder für die Heilung entschieden, genauso wie im 5. Und im 7. haben wir Verwirrung. Wir haben Symbol des Schmerzes. Symbole benutze ich eigentlich nicht. Weil das halt ein Flächenzauber ist, in dem sich was alle betrifft, die da drinnen sind. Dann haben wir Symbol der Hoffnungslosigkeit und Unantastbarkeit des Geistes. Damit wird der Anwender gegen jegliche Einflüsse gestählt, also nichts funktioniert. Man kann ihn überhaupt nicht verwirren. Ich habe mich aber für Verwirrung, glaube ich, entschieden. Ja. Um einfach noch ein bisschen die Gegner zu schwächen. Jetzt wird nochmal eben schnell. Gucken wir nochmal eben, hier sind wieder so ein paar Sachen bei, die wir mitnehmen können. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Ne, hier haben wir noch einen Feind gesichtet. Von oben, den mussten wir erstmal wegmachen. Und dann sollten wir uns gleich auf den Weg hinaus bewegen. Wenn ich mich richtig erinnere. Das ist das Problem, wenn man hinterher nochmal drüber guckt. Man weiß selber kaum noch, was man gemacht hat manchmal. Ne, ich habe tatsächlich noch einen Rastversuch gemacht. Naja gut, hier schauen wir uns dann gleich. Das überspringe ich dann mal.